In den letzten Jahren war's für uns die Hölle. In Hamburg, München, Bremen, Frankfurt am Main lachten uns die Leute aus, ihr seid aus Kölle. Der FC ist nur ein Karnevalsverein. Unsere kölschen Herzen wären fast zerbrochen. Es hieß überall, ihr Kölner seid so schlecht. Wir haben dem nur leise widersprochen. Denn das Schlimmste war, die Leute hatten recht. Die Kölner spielten wie die letzten Deppen. Sie schossen keinen Ball mehr geradeaus. Schlechter als die Damenelf des SV Meppen. Und wir trauten uns aus Köln nicht mehr hinaus. Einen Funken Hoffnung warten wir zwar immer, dachten schlechter geht es einfach gar nicht mehr. Doch am nächsten Samstag wurde es noch schlimmer. Sogar Kölsch zu trinken fiel uns plötzlich schwer. Ringsherum die Wüstenei von Provinz und Stümperei. Es gibt keine Hoffnung mehr, Flasche leer. Nach dem Hinspiel jähen Cottbus, weiß man, dass der Schuster fort muss. In Berlin jähen TB, es tut so weh. Chemnitz spielt schon ziemlich schwach. Köln kriegt trotzdem eins aufs Dach. Dann zu Hause gegen Mainz. 0:1. Köln spielt gegen Oberhausen. Die FC-Fans packt das Grausen. Kurz vor Ende 0:2. Auwei. Kickers Stuttgart spielt nicht toll. Köln hauen sie die Bude voll. Köln spielt gegen Greuther Fürth. Greuther Fürth. Und die Fans stehen unter Schock. Selbst der Geißbock hat keinen Bock. Das hält doch kein Mensch mehr aus. Wer holt uns hier raus? Der Herr hat uns auf unser Flehen und Betten einen tapferen Ostwestfalen zugesandt. Im blauen Hemd und mit ganz vielen kleinen Zetteln. Das kölsche Schicksal lag allein in seiner Hand. Die Kunst des Fußballs, die man hier vergessen hatte, machte er im Training seinen Männern vor. Die trafen erst wieder den Ball und dann die Latte. Und nach ein paar Wochen sogar auch ins Tor. Er lehrte alle Kölner, was wir noch nicht kannten. Bescheidenheit und Fleiß und strenge Disziplin. Ein echtes Wunder wurde wahr, die Spieler rannten, um gemeinsam ins gelobte Land zu ziehen. Und dann kam das 5:3 gegen Hannover. Und der Trainer trank ein Kölsch, vielleicht auch zwei. In der Tagesschau verkündete Jan Hofer, der FC ist wieder oben mit dabei. Einer hat uns aus dem Leid Ewald Lienen und der Sklaverei befreit. Ewald Lienen, der FC war mausetot. Ewald Lienen, da kam der Retter in der Not. Ewald Lienen führt uns ins gelobte Land. Ewald Lienen, das die Väter einst gekannt. Ewald Lienen ward im blauen Hemd geboren. Ewald Lienen und zum Heiland auserkoren. Ewald Lienen, bis wir wieder oben stehen. Ewald Lienen, lassen wir ihn nicht mehr gehen. Ewald Lienen. Und jetzt weint das DSF, FC Kölle, denn wir waren der Quotenchef, FC Kölle. Aber macht euch eines klar, FC Kölle, Gladbach bleibt noch ein Jahr da, FC Kölle.
Hitzfeld und der Rest. FC Kölle, halt die Lederhose fest. FC Kölle und die Nummer 1 am Rhein. FC Kölle wird nicht Leverkusen sein. FC Kölle, nach 2 Jahren Höllenqual. FC Kölle, sind wir wieder erste Wahl. FC Kölle.